Wer sich dem Bösen nicht verweigert, wird in diesem göttlichen Blutbad mit untergehen und zerstampft werden. Das Gericht ist längst überfällig, so empfinden wir es ja auch heute schon. Viele fragen längst: Herr, wie lange noch willst du diesem menschenverachtenden Bösen, das die ganze Erde heimgesucht hat, noch zuschauen? Wie lange noch? Ich habe es ganz bewusst auch so provokativ, scharf das Thema formuliert: Der Herr hält grausige Ernte. Das Kapitel 14 endet mit Vers 20 durchaus blutrünstig. Es schaudert uns, wenn wir es lesen. Aber bevor wir schaudern, rufen wir uns nochmal in Erinnerung. Vers 6 unseres Kapitels, dort verkündete der Engel das ewige Evangelium. Die gute Botschaft wurde immer und immer und immer und immer wieder verkündigt. Das Heil wurde am Kreuz vollbracht für jeden. Aber diejenigen, die das Gericht Gottes jetzt ganz brutal trifft, haben es eben nicht für sich angenommen. Im Gegenteil, sie haben sich dem unsagbar Bösen, allen göttlichen Mahnungen und Warnungen zum Trotz hingegeben. Und sie haben sich selbst am Niedertreten der Völker beteiligt, was wir ja heute erleben. Wie werden da Existenzen vernichtet, Milliarden bedrängt, in Angst und Schrecken versetzt. Und so viele machen an diesem Niedertreten der Menschen mit. Und so wie sie am Niedertreten des Bösen sich mitbeteiligen, so werden sie dann an diesem Tag selbst vom wiederkommenden Herrn zusammengetreten. Dass der unvermischte, ungemilderte Zorn Gottes, dem wir letzten Sonntag schon begegnet waren, den unbußfertigen Sünder trifft, das gehört zur Gerechtigkeit Gottes dazu und zur Vollendung dieser Welt. Es könnte das tausendjährige Reich nicht kommen, wenn das Böse zuvor nicht erbarmungslos gerichtet und vom Angesicht Gottes auch weitgehend verbannt wäre. Und nach Offenbarung 19,15 ist es Jesus selbst, der die Kelter tritt. Da lesen wir: Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Ein grausiges Bild, wenn wir es uns vorstellen, das Lamm. Dieses Lamm, das der Welt Sünde trug, das sein Blut vergossen hat für die Sünder, das zerstampft nun die im Tal Josaphat versammelten Massen zu einem blutigen Brei. Wer sich dem Bösen nicht verweigert, wird in diesem göttlichen Blutbad mit untergehen und zerstampft werden. Wenn wir sehen, wie menschenverachtend das Böse bereits in diesen Tagen wütet, liebe Geschwister, dann kann uns das Ausmaß dieses Gerichts nicht wundern. Auch wenn es unvorstellbar schrecklich ist. Aber Hand aufs Herz, wenn wir sehen, was heute das Böse über Milliarden von Menschen bringt, ist das weniger unvorstellbar schrecklich. Aber es wird gleichzeitig betont, das Gericht ist in dieser ganzen Brutalität, in dieser ganzen Grausamkeit gerecht und geboten. Weil das unsagbar Böse sich satanisch so ausgeweitet hat, dass es nichts anderes mehr verdient. Und warum finden diese ganzen Verbrechen unvorstellbaren Ausmaßes statt, weltweit in diesen Tagen? Weil einige wenige den Rachen nicht vollkriegen können. Und so zetteln sie unendliches Leid an, um noch gigantischere Reichtümer aufzuhäufen und noch mehr Macht an sich zu reißen und die ganze Menschheit zu unterwerfen, zu versklaven, zu reduzieren. Sie wollen sein wie Gott. Und dabei zerstören sie die Schöpfung Gottes einschließlich der Menschheit weltweit in nie gekanntem Ausmaß. Dieser grausig göttliche Ernst zeigt uns den Ernst und das Gewicht des Bösen. Aber es sagt uns heute auch: Noch ist Zeit umzukehren. Noch ist Zeit der Gnade.
Also der Ernst des Gerichts darf uns die Freude an der Gnade Gottes nicht rauben. Das wäre ein ganz, ganz falscher Ton, der dann mit reinkäme. Aber wir müssen beides ernst nehmen. Das Gericht mit seinem dringlichen Ruf. Das Wort muss schon durchs Herz. Und wenn es durchs Herz geht, tut's weh. Es muss manchmal schon auch ein schmerzlicher Ruf sein, der uns über unseren Zustand erschrecken und erschaudern lässt. Dass wir dann hoffentlich dabei nicht stehen bleiben, sondern es zum Anlass nehmen, wirklich konsequent jetzt umzukehren und uns wieder dem Herrn zuzuwenden, vom Bösen, von der Sünde jedweder Art zu lassen und ganz die Gnade Gottes anzunehmen. Noch ist Zeit. Nutzen wir sie für uns und beten wir, dass viele andere sie auch noch nutzen, bevor es zu spät ist. Amen. Ja, treuer Gott und Vater, wenn wir diese Bilder sehen, in denen du diese Ernte, diese grausige Ernte zum Gericht beschreiben lässt in deinem Wort, ja, da geht's uns schon eiskalt den Rücken rauf und runter. Da kann man sich gar nicht wirklich vorstellen, dass du durch gnädige Gott, der voller Liebe, voller Vaterliebe, Mensch geworden bist, in Jesus Christus am Kreuz gelitten hast, dass dieser Gott voller Liebe auch so hart und brutal sein kann. Aber das Böse fordert es heraus und es muss sein, Herr. Wir können dich wirklich nur bitten, dass du diese Zeit ganz stark begrenzt und dass du diesem Bösen so viel wie irgend möglich doch in die Arme fällst, die Finsternispläne so weit nach deinem Willen irgendwie möglich durchkreuzt und nicht aufgehen lässt, dass du dein Kommen beschleunigst. Wenn wir auf das Leid, auf das Elend dieser Millionen und Milliarden Menschen schauen, die heute durch so viel Böses niedergedrückt werden, ihre Seelen in Angst und Unruhe versetzt, Existenzen bedroht, jetzt auch hier in unserem Land Menschen um Lohn und Brot gebracht werden aufgrund absurder Vorgaben und Regelungen, wo wir das menschenverachtend Böse in unvorstellbarem Maß erleben, wie wir es uns vor wenigen Jahren nicht in den schlimmsten Albträumen hätten vorstellen können. Und gleichzeitig auch sagen dürfen, noch ist Zeit umzukehren. Und bewahre du auch unsere Herzen, dass wir keinen Groll und keinen Zorn haben gegen dieses Böse, gegen Menschen, die sich dem Bösen hingeben. Wir können das Böse nur mit Gutem überwinden und den Hass nur mit Liebe. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir in dieser Welt. Und dazu schenk uns Kraft, Ausdauer in dir und durch dich. Und verdanken dir, dass du uns diese Kraft auch geben willst, bis zum Tag der Entrückung, bis zum Tag der Wiederkunft. Amen.